Hallo, ich habe gedacht, ich mache euch noch schnell ein Video, um zu zeigen, wie viele Sachen wir eingekauft haben in der letzten Zeit und wie toll die aussehen. Das hier ist zum Beispiel Valencia von Müller und Boch. Haben wir verschiedene Glaskerzenständer hier. Spiegelt ein bisschen mit der Sonne. Montserrat von Paloma Picasso, sieht man das? Ja, ne? Foglia. New Wave. Das Weihnachtsregal. Den finde ich total niedlich. Der Zug. Der Weihnachtsmann darf natürlich auch nicht fehlen. Noch ein bisschen Weihnachtsgeschirr. Das ist von Villaroy und Boch, Sun, Moon and Stars. Madeleine. Pflaumendekor. Falls ihr irgendwas seht, sorry, unter der Adresse www.porzellankeller.de. Da ist oben so eine Suchleiste, da ist eine kleine Lupe daneben. Dort könnt ihr eingeben, was ihr sucht. Zum Beispiel könnt ihr jetzt hier natürlich Basket eingeben und dann seht ihr alles, was wir hier vom Basket auf Lager haben aktuell. Ihr könnt aber, wenn ihr unsicher seid oder was Besonderes sucht, könnt ihr auch zum Beispiel zur Serie eingeben. So, und dann kriegt ihr alles angezeigt, was wir an Serien da haben. Und dann ist hoffentlich auch alles dabei, was ihr wissen wollt. Bisschen eng hier um die Ecke rum. Acapulco. Virginia, das alte Louisiana, Goslar, hier sind noch Teller von Delia, die habe ich vor kurzem reinbekommen. Marie Fleur. Celine. Aller fern. Jetzt spiegelt die Sonne mal ganz schön. Wonderful World. Amado. Janosch.
geschehen? Switch 4. Aragorn. Auch wieder die Lager aufgefüllt. Apola. Filetto ist das hier. Auch von Müller-Rottenbach. Mit kleiner Glocke. Das ist Manoir. Natürlich Wildrose. Alt-Amsterdam. Intarsia. Petite Fleur. Perugia. Ihr könnt euch das Video ja auch immer wieder anschauen. Oder ihr könnt es irgendwo auch einstellen, wie schnell das Video läuft, weil manche sagen, ich mache das zu schnell. Sie haben keine Zeit zum Gucken. Würde ich aber langsamer machen, hätte ich ein Video von 2 Stunden. Das möchte sich ja auch keiner angucken. Deswegen kann man das individuell. Ich lade das ja bei YouTube auch hoch. Das kann man sich dann auch einstellen, wie schnell man sich das angucken möchte. Ein Straßburg. Das ist unser sogenanntes Einzelteileregal. Wenn wir nicht viel haben von einer Sorte, dann wird umgeräumt, dann kommt das hier rein. Das ist Rosenthal. Ja, ich habe so viel eingekauft, ich gestehe, dass, sorry, meine Mitarbeiter kann nicht wissen, wohin und wir manche Sachen einfach in der Kiste stapeln. Animal Park, das habe ich früher mal gesammelt. Chardin, da ist das. Das ist eine große Gans oder Ente. Irgendwas passt meinen Hunden gerade. Ich weiß nicht, ob ihr die hört im Hintergrund. Die sind oben. Columbia. Pibond.
Romantiker da oben. Oben Galerie. Rosina Wachtmeister. Das hier ist Tulip. Daisy. Garden Lane. Und Iloa. Das sieht man aber jetzt wirklich wegen der Sonne nicht besonders. Peppermint. Das hier ist Rutschenreuther. Das hier ist Thomas Porzellan. Twist. Funny Faces. Castellum. Maifei. So, und hier geht's los mit Botanica. Pasadena. Der Tafelaufsatz ist gestern reingekommen. Flora und Floria. Catalina. Und nochmal Botanika. Hier ist das Besteck drin. Und dann geht's hier weiter. Alba. Rosenthal. Karussell, Portobello, Casa Verde. Cascara. Fox Hotels. Jede Menge Kaffeebecher. So, und hier geht es noch in die letzte Abteilung. Das sind die eher älteren. Hier ist Licht auch irgendwie nicht so besonders.
Burgenland kennt wahrscheinlich jeder in Rot, Blau, Braun, Grün, Valeria, Fasan und Rusticana. Summer Day, das kennt, glaube ich, auch jeder. Ubanay? Auch hier so ein paar Kisten Geschirr hätten wir dann noch. Sieht man aber jetzt wirklich nicht gut. So, dann gefällt es mir hier im Hellen aber besser. So, und wie gesagt, ihr könnt euch das Video generell angucken. Langsamer oder auch schneller. Und die Artikel findet ihr normalerweise alle unter www.porzellankeller.de.